www.kindernetz.de. Ja, servus! Mit Schmecksplosion geht's heute nach Süddeutschland. Crispin und Cheyenne kochen bayerisches Brathähnchen. Hallo, ich bin Crispin, bin 11 Jahre alt und meine Mutter kommt aus Bayern, aber wir wohnen in Hamburg. Da war ich in Frankreich und dann bin ich mit meinem Freund Baguette holen gegangen und dann hatte ich halt den Bart mir aufgeklebt und den Hut. Ich war in Spanien, in Frankreich, ich war auch in Großbritannien, ich war in Österreich. Meine Mutter kommt aus Bayern und in München tragen sie Lederhosen und da wird viel Bier getrunken, zum Beispiel auf dem Oktoberfest auch. Mit dem Kochtopf reisen wir heute in unser größtes Bundesland, nach Bayern. Und das hat einiges zu bieten. Zum Beispiel den höchsten Berg Deutschlands, die fast 3000 Meter hohe Zugspitze. Oder auch den ältesten Nationalpark des Landes. Der liegt im Bayerischen Wald. Aus München stammt die Münchner Weißwurst. Eine traditionelle Sportart ist Fingerhakeln. Dabei zieht man den Gegner über den Tisch. Die Münchner lieben ihre Stadt und ihre Traditionen. Viele heiraten noch heute in Tracht. Heute wird es Backhändel mit Kartoffelsalat geben. Aber das Besondere an dem Kartoffelsalat ist, dass es nicht mit Mayonnaise ist, sondern mit Brühe. Und das Besondere am Brathähnchen ist, es wird erst in der Pfanne angebraten und dann im Backofen fertig gebacken. Crispin steht heute aber nicht alleine am Herd. Ich koche heute mit meinem Freund Cheyenne und ich glaube, das wird sehr lustig heute hier. Er ist immer gut drauf, der ist sehr lustig, man kann viel mit ihm machen. Ich stelle mir das eigentlich ganz lustig vor. Wir zusammen in der Küche, also wir machen immer irgendwie Quatsch und so. Damit es beim Kochen später genauso gut läuft wie beim Fußball, gehen die zwei jetzt einkaufen. Als erstes zum Metzger. Hallo. Hi. Wir hätten gerne 750 Gramm Hühnerbrustfilet. Ja. Am Stück? Oder soll das in Scheiben geschnitzelt sein? Am Stück. Dann macht es bitte 9,26 Euro. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das Hähnchenfleisch ist schon im Rucksack. Die Zutaten für den Kartoffelsalat holen Cheyenne und Crispin im Gemüseladen. Jetzt brauchen wir 2 Zitronen. Am besten Bio-Zitronen nehmen. Dann kann man die Schale auch ohne Probleme ins Essen reiben. Hallo. 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 Also schon mal die 2 Zitronen. Okay. 1 Kilo Kartoffeln, aber bitte festkochende. Ja. Also. Und eine Salatgurke. Eine Salatgurke, ja. €8,65 zusammen. Der Einkauf ist geschafft. Ob das Kochen auch so einfach wird? Er kocht sehr gerne und er backt sehr gerne und wie das eben bei Kindern ist, sieht das dann auch hinterher so aus. Aber er ist tatsächlich ganz gut darin und ich bin da ganz zuversichtlich, dass er das gut hinkriegt. Also wir holen jetzt erstmal, wo sind die Kartoffeln hier? Holen jetzt erstmal einen Topf. Das klingt nach einem Plan. Als erstes also Kartoffeln kochen. Okay, jetzt müssen wir die Kartoffeln da rein tun. Wir schälen. Nee. Das sind Pellkartoffeln. Die schält man erst danach. Okay.
Und deswegen kommen die Kartoffeln zum Kochen jetzt auch direkt in den Topf. In den Kartoffelsalat gehört auch eine Gurke. Die wird gründlich gewaschen. Genauso wie die Tomaten. Die Tomaten halbieren, okay? Also einmal. Ja, einmal so. Genau, so. Die kleinen Cherry-Tomaten also einfach in der Mitte teilen. Und die Gurke in Scheiben schneiden. Hört sich knackig an. Schmeckt auch gut. Oder? Ja. Schön frisch. Das klingt doch gut. Da können sich die Gäste schon mal freuen. Tomaten und Gurken sind fertig geschnitten. Was ist als nächstes zu tun? Okay, also jetzt müssen wir noch mal kochendes Wasser für die Brühe aussetzen. Kartoffelsalat mit Brühe ist typisch für Bayern. Was eigentlich noch? Typisch bayerisch ist für mich Bier und Semmelknödel. Und Lederhosen. Also wenn ich an Bayern denke, Bayern München, Verein, ja, und bayerisch, dieser irgendwie, ich sehe immer mit so einem merkwürdigen Akzent oder Moin Moin, das kenne ich von Bayern. Moin Moin, das sagt man doch in Norddeutschland. Zurück in die Küche zur Gemüsebrühe für den bayerischen Kartoffelsalat. Das Brühepulver muss mit heißem Wasser übergossen werden. Aber das Wasser kocht noch gar nicht. Okay, dann machen wir jetzt das Fleisch. Aber bevor du es auspackst, jetzt brauchen wir nämlich ein anderes Brett. Okay, weil am Fleisch sind ganz viele Bakterien dran. Und deswegen wird das Hühnerbrustfilet vor dem Zubereiten auch erstmal gewaschen. Dann kann nichts schiefgehen. So langsam müsste auch das Wasser für die Brühe kochen. Also hier sind 400 Milliliter. Ja. Dann sind doch ungefähr hier 500, oder? Ja. Ah, das Wasser ist fertig. Vorsichtig, damit nichts auf die Hände spritzt. Stopp. Hier? Ja, noch ein bisschen. Stopp. Apropos heißes Wasser. Was machen eigentlich die Kartoffeln auf dem Herd? Okay, das Wasser kocht. Also sie sind ja richtig gute Freunde, aber sie sind auch so ein bisschen Chaoten. Wenn die kochen, sind halt als Elfen. Ich weiß nicht, ob die so gut kochen können. Was daraus kommt, ich weiß es nicht genau. Es bleibt also spannend. Und die Kartoffeln, sind sie fertig? Da gibt es einen Test. Ich erkläre es dir mal, wie man herausfindet, dass sie fertig sind. Ich habe hier jetzt ein sauberes Messer genommen. Mhm. Und jetzt durch den Deckel einmal kurz ab. Und jetzt finde ich jetzt das hier einmal so. Reinsteche und es abrutscht, heißt es, dass sie fertig sind. So, okay. Cooler Trick. Und weil die Kartoffeln so schön vom Messer flutschen, können sie jetzt auch vom Herd. Und wie kriegt man nun die Schale ab? Jetzt macht man es einmal so. So einen Strich mit dem Messer. Also ganz, so. Ganz sanft nur. Genau, und dann kann man das abziehen. Zusammen sind die, glaube ich, chaotischer als alleine. Da ist es in der Absprache, glaube ich, noch ein bisschen schwierig, wer wem die Befehle, die Kochbefehle gibt und wie das dann funktioniert und ob der andere sie dann auch führt. Da bin ich ganz gespannt. Mach du mal weiter. Nein, du! Nein, du! Das war dein. Haare. Wie sagt man so schön? Der Klügere gibt nach. Und jetzt kommt die Brühe darüber. So, und jetzt stellen wir es weg und lassen es ziehen. Jetzt wird das Fleisch, schau mal, leg's mal so hin. Ja. Und dann schneide ich es immer ungefähr so dick. Die Hühnerbrüste werden in gleich große Stücke geschnitten. So, und jetzt müssen wir den Ofen vorheizen. Also einmal so. Warte. 180. Weiter geht's mit der Panade für das Fleisch. Was braucht man dafür?
Mehl kommt in eine Schüssel, dann ein Ei mit Salz und Pfeffer. Und in die dritte Schüssel kommt Semmelbrösel und das ist auch meine Starzutat. Und das sind Semmelbrösel. Crispins Starzutat sind Semmelbrösel, häufig auch Paniermehl genannt. Semmelbrösel kann man fertig beim Bäcker oder im Supermarkt kaufen oder auch selbst herstellen. Einfach trockene Brötchen vom Vortag fein reiben. Paniert man Fleisch mit Semmelbröseln, entsteht beim Braten eine goldbraune Kruste. Semmelbrösel sind aber auch für Frikadellen super. Sie binden das Hackfleisch mit den anderen Zutaten. So behalten die Frikadellen beim Braten ihre Form. In der Küche bereiten Crispin und Cheyenne jetzt die Panade für das bayerische Backhähnchen vor. Noch ein bisschen Salz ins Ei, etwas Pfeffer und es kann losgehen. Jetzt mache ich das einmal vor, Achtung, ins Mehl und dann kommt das hier in das Ei. So, und dann kommt das in die Semmelbrösel. Wer mag, kann die Semmelbrösel übrigens auch mit ungesüßten Cornflakes mischen. So wird die Kruste besonders knackig. Gut, jetzt müssen wir das braten. Erstmal. Zum Braten etwas Öl in die Pfanne geben. Fängt es leicht zu knistern an, ist das Öl heiß genug und das Fleisch kann gebraten werden. Bis das Hähnchen fertig ist, kümmern sich Cheyenne und Crispin noch schnell um den Kartoffelsalat. Zu den Kartoffeln kommen nun die klein geschnittenen Tomaten und die Gurke, etwas Petersilie und was noch? Jetzt müssen wir noch mal das Dressing hier reinmachen. In diesem Fall ein bisschen Essig und Öl. Riecht auch schon gut. Und schon ist der Kartoffelsalat fertig. Das Hähnchen wechselt nun von der Pfanne in den Ofen und wird dort fertig gebacken. So bleibt das Fleisch saftig und die Panade verbrennt nicht. Perfektes Timing, die Gäste sind nämlich auch schon da. Franz, Till und Anton. Noch schnell den Tisch decken und dann kann's fast losgehen mit dem Essen. Heute gibt es bayerisches Brathähnchen mit Kartoffelsalat. Aber das müssen sich die Gäste erst verdienen. Wir fangen jetzt zu wirken als erstes. Also, als erstes nehmen wir sie so auseinander, okay? Jetzt nehmen wir eine Ecke, egal welche, und falten sie hier zur Mitte. Damit haben Crispins Freunde wohl nicht gerechnet. Seerosen aus Servietten falten, das will gekonnt sein. So. Nein. Es gibt Backhände mit Kartoffelsalat. Schön. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Und wie schmeckt das bayerische Backhähnchen? Ich fand das Hähnchen war sehr, sehr lecker und auch sehr schön knusprig. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich mir das irgendwie als Hähnchen, halt so diese Brathähnchen, die man irgendwie bei Ständen so kriegt immer. Halt so hatte ich mir das vorgestellt, nicht als Stücken. Dass es so gut ist, hätte ich denen nicht so getraut. Also es ist schon besser, als ich erwartet habe. Wow, alle Daumen sind oben. Und was sagen die Köche? Es hat heute sehr gut geklappt, es war lustig und mir hat es sehr gut geschmeckt. Was für eine Schmecksplosion! Wenn ihr auch mal Backhähnchen mit bayerischem Kartoffelsalat kochen wollt, dann geht auf www.schmecksplosion.de.